Mit unserem Antrag zur Radverkehrsförderung möchten wir als SPD-Ratsfraktion das Thema Radfahren für Einheimische und Touristen im Ganzen in den Blick nehmen. Radfahren hat nicht nur gesundheitliche Vorteile. Es bietet auch eine ökologische Alternative zum Auto und eröffnet Chancen für den Tourismus. Und da wir hier am Rande eines Mittelgebirges mit einem fantastischen Bike-Revier leben, setzen wir ganz bewusst auf die Nutzung von E-Bikes, die es auch weniger trainierten Radfahrern ermöglichen, ihre Ziele im Stadtgebiet oder bei Ausflügen zu erreichen. Daher haben wir ein ganzes Maßnahmenbündel geschnürt, um Osterode am Harz zur E-Bike City zu machen. Den Anfang machen die Radwege. Hier gibt es viele Stellen, wo Absenkungen fehlen und unnütze Umwege gefahren werden müssen. Außerdem muss das bestehende Radwegenetz verbessert werden, gerade wenn es um vielbefahrene Straßen wie an der Bahn geht. Und eine größere Anzahl moderner Radabstellanlagen fehlt auch noch. Im touristischen Bereich wollen wir das Jugendgästehaus zur bikefreundlichen Unterkunft ausbauen. Außerdem wollen wir einen Partner für einen E-Bike-Verleih in der Osteroder Innenstadt suchen, damit Osteroder und Touristen die Vorzüge eines E-Bikes ganz einfach testen können. Und wer Gutes tut, soll bekanntlich auch darüber reden. Daher möchten wir das Label E-Bike City Osterode am Harz werblich nutzen und für Hotels und Vermieter von Ferienwohnungen neue Gäste ansprechen. Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger von Osterode, möchten wir mit diversen Veranstaltungen über die Technik und die Finanzierungsmöglichkeiten von E-Bikes informieren und zum Umsteigen animieren. Und natürlich soll die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel vorangehen und für ihre Bediensteten E-Bikes für Dienstfahrten zur Verfügung stellen.